Hallo und herzlich willkommen zurück zu Restrict Skyblock mit mir, dem Moff. Und letzte Folge haben wir ja das Alfheim-Portal gemacht und da können wir gerade mal gucken, wie es da ausschaut. Die Mana-Produktion läuft. Ich glaube aber nicht, dass er komplett schon voll ist. Ich habe ein bisschen was hier noch angepasst, das können wir uns auch gleich mal angucken. Aber ich brauche jetzt erstmal meine Wonder Forest. Und dann gucken wir mal rein. Oh doch, wobei, es sieht relativ gut aus. Er ist noch nicht ganz voll. Wobei, ich glaube, der muss auch nur dreiviertel voll sein. Lass mal einfach mal laufen. Guck mal gleich. Dann guck mal gerade mal, was ich noch gemacht habe. Ihr seht, ich habe ja die normalen Mana Lens hier drauf gehabt. Und die bringen ja so gut wie gar nichts. Das heißt, ich habe mir jetzt halt die Effizienz gemacht. Mana Lens Effizienz. Die ist einfach mit einem... gucken wir mal. Mana, die Lens, die Effizienz mit einem Runa-Forder. Runa-Forder hat man ja schon zwei Stück gekraftet, das heißt, ich bin dann nochmal hin, habe mir nochmal zwei gekraftet und habe somit die jetzt da platziert und somit die schneller aufgefüllt. Den Altar habe ich dahingestellt. Ansonsten bin ich noch hingegangen, da bin ich noch nicht ganz fertig geworden, das können wir vielleicht zusammen tun. Ein paar Leaves mal gesetzt, so ein bisschen so Nature gemacht. End of Nature. Ein paar Bäume platziert, hier werden wir auch nochmal alles begrünen, dass es so schön in diese Botania-Geschichte reinfällt oder reinfließt, nicht reinfällt. Und was habe ich da noch drin? Ach, das war ja die Automatisierung von dem Ding. Mal gucken, ob wir es machen. Ich habe gesehen, wir brauchen eigentlich nur die Dragonstone, ein paar, aber die gehen ja relativ schnell, da brauchen wir nichts automatisieren. Wie gesagt, habe jetzt halt dieses Design hier jetzt halt auch nochmal angefasst, habe jetzt halt zwar die Frame-Dinger, da habe ich jetzt noch nicht die Blöcke dran gemacht, wobei das können wir gerade mal schnell machen. Müssen wir eigentlich alles fast da haben. Heute geht es darum, dass wir uns ein bisschen... So, weil wieder so ein kleiner Leck drin, komischerweise immer, wenn ich da an die Frame-Blöcke als erstes dran gehe, keine Ahnung warum. Heute geht es darum, dass wir das Portal öffnen. Ja, dieses Portal, dafür brauchen wir noch einen Pixie Dust, aber das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Portal an, Pixie Dust kriegen wir dann hier raus. Wenn wir, jetzt muss ich selbst nochmal gucken, eine Mana Pearl durchjagen. Und dann werden wir ruckzuck fertig mit der Folge. Deswegen, das machen wir relativ zum Schluss und dann gucken wir uns gemeinsam an, wo es dahin geht. Ich brauche nochmal die Diorite. Habe ich noch? Na gut, ich habe noch die 58. Machen wir uns gerade welche noch unten schnell, das geht ja relativ schnell. Das heißt einmal da, einmal da. Und dann holen wir uns gerade noch mal die hier. Genau, die brauchen wir. 58 Stück, die reichen aus. Das einmal runter, einmal hoch. Und dann machen wir gerade noch den Rest. Das heißt du zu. Da habe ich so einen Glowstone noch reingesetzt, damit da oben nichts spawnen kann. Sollte aber rein theoretisch nichts passieren. So, dann machen wir das gerade hier mal alles zu und dann sind wir dann auch schon wieder fertig damit. Cool, cool, cool. Da fehlt noch einer, da drüben fehlen noch ein paar. Sollten die ausreichen? Ja, die reichen aus. Ich weiß gar nicht, wie viel braucht man da? 6, 8 Stück brauchen wir da immer. Ja, die reichen dicker aus. Müssten 2 Stück übrig bleiben. So, ah ne, da oben bin ich schon fertig, also bleiben 10 übrig. So, dann machen wir hier noch die weiße, die White Blöcke. Ah, die Trapdoor sehe ich gerade, habe ich vergessen. Muss man noch dran machen. Und dann ist das Design auch schon wieder fertig. Ah, da drüben. Komischerweise habe ich hier immer so ein Leck. Wobei, 84 FPS, 86 FPS, also das heißt vom Ding her müsste ich keine Probleme haben. Naja, wird schon hinhauen. Ups, da war verkehrt, dann bauen wir gerade wieder ab. Den wollen wir nicht da haben. Wir wollen nur hier verkleiden, sonst nichts. So, haben wir alles verkleidet? Jawohl, perfekt. Da könnte man eigentlich auch so Leaves wie hier so runterwachsen lassen. Aber das machen wir erstmal zum späteren Zeitpunkt. Jetzt brauchen wir noch die Trapdoor. Soll ich eigentlich noch... ne, die Oak Trapdoor wollte ich nicht, ich wollte die Frame Trapdoor. Da keine mehr, wenn nicht, du mal uns gerade welche craften. Das heißt, wir brauchen die Frame Slabs und die Frame Slabs sind. Da machen wir uns mal 60 Stück, die sollten ausreichen. Ich glaube so, gell? Jawohl. 1, 2, 3, 9 Stück brauche ich da. Die reichen dann vollkommen aus.
So, das heißt einmal da hochgeklappt, da hochgeklappt und da hochgeklappt und eine weiße Blöcke drauf. Dann haben wir das schon wieder. Ja, passt. Und du nochmal weiße Blöcke dran und dann sind wir mit dem Design fertig. Da drüben hat es noch gefehlt. Da hinten noch, da oben habe ich glaube gesehen, da fehlt noch was. Wir machen nochmal so einen kleinen Rundflug, dann sehen wir es ja. Ne, hat alles gepasst, gut. So, einmal rundfliegen. Passt. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft, sagen wir immer. So, wunderbar. So, dann gucken wir uns mal an, wie viel hat er mittlerweile. Er ist voll. Das heißt, wir könnten rein theoretisch jetzt schon anfangen, aber das machen wir wirklich zum Schluss. Ich habe mir noch vorgenommen, heute das Thema Autocrafting zu machen. Das heißt, das mit dem Wasser bzw. den verschiedenen Flüssigkeiten. Habt ihr das eine oder andere das sind ja meine Trapdoors. Hab das eine oder andere schon mal vorbereitet. Muss gerade mal gucken, was haben wir zusätzlich gebraucht. Großartig nichts. Gut, ich habe mir noch eine Energiezelle Basic gemacht. Des Weiteren bin ich hingegangen und habe da schon mal was vorbereitet. Ich will mir jetzt einfach mal so ein Screen hinmachen, weil ich komme langsam durcheinander mit den ganzen Kisten, wo wir es haben. Deswegen, ich denke, das werden wir auch als erstes machen, damit ich wirklich die Zuordnung habe, welche Kiste oder welche Frequenz welche Kiste hat. Und das wollten wir ja da oben reinmachen, da wollte ich ja so eine kleine Schaltzentrale machen. Naja, wird doch vielleicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Gucken wir mal. So, dann bauen wir das gerade mal auf. Wir brauchen einmal ein Screen, einmal ein Screen-Controller und dann brauchen wir nochmal so ein Energie. Das heißt, wir holen uns gerade mal so ein Endergate. Da reicht eigentlich die Basic-Variante, mehr brauche ich dann nicht. Und den Controller oder den Screen-Controller stelle ich da hinten rein. Den brauchen wir jetzt, da stellen wir da hin in die Ecke. Der bekommt Energie. Energie läuft, Scan findet natürlich nichts, weil noch kein Screen platziert ist. Und dann tun wir uns gerade den Screen, achso, vom Crafting-Rezept, easy peasy. Iron Ingot, so eine Machine Base mit Glas, Machine Base, Gold und Stone. So, den platzieren wir. Das ist ein einfacher, den können wir bis auf 3x3 vergrößern. Kann man da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eine ungerade Zahl. Nicht so gut. Weil ich ja hier nochmal. Ne, hier bin ich schon so weit. 1, 2, doch, das ist eine. Setzt man da rein. Ungerade Zahl, das heißt ein Screen. Und wenn wir jetzt mit der Wrench. Wo habe ich denn die? Die Range da, ach so, zwei Stück sogar. Mit der Range da drauf gehe, kann ich den Screen vergrößern. Und achso, der geht immer von dem Eck aus. Das heißt, komm, wir machen ihn einmal ab, nochmal den Screen. Platzieren ihn dann, wenn das die Mitte ist, wenn das die Mitte sein soll, da oben. Genau. Groß genug ist er jetzt, das heißt einfach jetzt sneaken, Rechtsklick und dann können wir uns so diese Textmodule reinmachen. Die sind auch easy peasy zu craften, Papier, Black Dye, Redstone und ein Iron Ingot. Und ich habe mir noch gecraftet einen Button. Auch dieser ist easy peasy zu craften, weil mit dem möchte ich dann meine Mobfarbe auch von hier oben dann ansteuern. So, das heißt, wir machen jetzt erstmal hier die Textmodule rein und den Button machen wir ganz zum unten los rein. Jetzt ist nichts. Ja, alles schwarz, das heißt, wir müssen jetzt erstmal scannen. So, find a nearby screens and then connect them to and connect to them. Okay, das heißt, er sollte dann eigentlich dann funktionieren. Genau, hier sehen wir schon mal den Button. Den Button können wir uns eigentlich ein bisschen kleiner machen. Der ist mir eigentlich zu groß. Modul is not linked to a channel. Das heißt, dann holen wir uns einfach mal raus. Wenn wir den jetzt dazu einen unserem Transmitter. Dann könnte ich eigentlich hier abbauen. Den nehme ich mit hoch. Der behält da seinen Channel. Der wurde aufgenommen jetzt von Absorption Hopper. Das heißt, das ist der Transmitter. Channel 3, jawohl, passt. Channel 3 hat auch gepasst. Gehen wir nochmal runter, gucke vorsichtshalber. Das ist Channel 3, jawohl, passt.
Den können wir auch dann gerade oben platzieren. Den platzieren wir aber auch so, dass wir nicht sehen, weil den müssen wir nicht sehen. Das heißt, er kommt auch da hinten in die Gegend und da machen wir jetzt einfach mal so einen Rechtsklick drauf. Dann ist dieser Button auch zu Channel 3 gelinkt. Machen den hier einmal an und somit könnte ich jetzt hier die Mobfarm anmachen. Das heißt, ich habe jetzt einen Button gedrückt und somit müsste eigentlich die Mobfarm laufen. Jawohl, Mobfarm läuft, wunderbar, und somit können wir das gute Ding steuern. Das sind richtig fette Button, normalerweise gab es auch so kleine Button. Naja gut, machen wir erstmal wieder aus und jetzt gehen wir mal rein. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Textbausteine und da möchte ich jetzt einfach hingehen und sagen, Rechtsklick, Sneaken, Rechtsklick. Wir haben, wie schreibe ich denn das? Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Wir haben die Frequenz, Moment, das war verkehrt. Wir haben die Frequenz auch verkehrt. Wir haben die Frequenz 1 ist Import in unser Refine Storage System. Ja, das reicht halt, oder? Ja, das reicht. Ja, dann haben wir, jetzt muss ich selbst gucken, was war die 2? 2 war Call Block Output. Nein, das ist ja überhaupt kein, das brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr, oder? Brauchen wir das noch? Ja, gut. Wir wollen ja die mit Energie versorgen. Das mache ich anders. Da mache ich mir eine Energiezelle hin. Dann kann man nämlich die Dimensional Chest auch auflösen. Ja, genau, das machen wir. Das heißt, die kommt weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Und dann machen wir uns gerade eine Energiezelle. Machen wir uns ein Basic. Basic-Variante reicht die aus. So, platzieren die hier drauf, wobei greift er dann auch zu. Muss ich gucken, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, er greift zu. Müsste ich aber dann, glaube ich, noch mal konfigurieren. Wir machen es einfach mal. Das heißt, wir holen unsere Wrench. Wo haben wir die? Ach ja, die Wrench habe ich da hinten platziert. So, dann holen wir uns gerade mal die Wrench. Dann denke ich, das werden wir dann die nächste Folge machen. Wie gesagt, das sind ja so Dinge, die habe ich vorbereitet. Die müssen wir nicht unbedingt dann heute auch dann machen. Das heißt einmal so. Und jetzt brauchen wir noch so ein Gate. Dann kann ich mir nämlich rein theoretisch die Chest 2, die Kohle-Output, das kann ich mir eigentlich dann sparen. Bedeutet, die müssten eigentlich wieder genug mit Energie gefüllt sein. Jawohl, funktioniert. Ja, voll. Hat der braucht keinen. Alles klar, funktioniert. Cool. So, dann holen wir uns gerade einen Block und somit ist das fertig und da oben können wir dann auch einen Block mal platzieren. Setzen wir so. Ne, da setzen wir einen anderen Block rein, da setzen wir so einen Schüsselblock rein. Habe ich noch einen? Nein, ich habe keinen mehr. Schüsselblock. Et Schüsselet müssen wir eingeben, dann passt das. Und dann platzieren wir da drin. Wunderbar, funktioniert. Der lädt sich auf. Genau, Energie wird weiter transferiert. Das heißt, die bekommt genügend Energie weiterhin. Passt. So, das heißt, wir können uns einfach die Channel 2 können wir, brauchen wir nicht mehr. Channel 3 ist der Furnace. Und dann gehen wir einfach da mit Rechtsklick, machen Rechtsklick hier. Einmal Rechtsklick, machen hier Channel 2, machen wir Furnace. Das heißt, das ist unsere Chest, wo wir dann alles reinmachen für unseren Furnace. Dann haben wir Channel 3, Channel 4 ist Power und Channel 5 ist Orb. Channel 2, Channel 3 ist das, gell? Jetzt bin ich durcheinander. Channel 3 ist Furnace, genau. So, dann gehen wir da noch mal rein. Haben wir Channel 3 da. Channel 4 war Power. Und dann haben wir noch Channel 5. Und Channel 5 war unser Orb.
Genau, und somit haben wir dann einen schönen Überblick, was was ist. Channel 2 ist natürlich jetzt leer. Können wir trotzdem mal eintragen. Channel 2 leer. Da ist nichts drin. Und dann haben wir noch, muss ich selbst gucken, wir haben auch noch Channel 6, gell? Aber Channel 6 war die Geschichte hier. Komme ich da dran? Ne, da komme ich jetzt aktuell nicht dran. Das heißt, wir müssen den hier mal wegtun. Und das war Channel 6. Jawohl, Channel 6 war das hier. Machen wir einen Glowstone wieder rein. Sind wir voll? Nein, wir sind nicht voll, gell? So, räumen wir unser System auf. Wir sind wobei, ne, so voll sind wir noch nicht. Das heißt, das brauchen wir alles nicht. Frequenz 2, gut, da haben wir jetzt die Coldblöcke drin, aber das ist momentan überhaupt kein Problem. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und Channel 6 müssen wir noch eingeben. Botania. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Channel 6 ist Botania. Somit haben wir doch so eine schöne Zuordnung und ich kann dann immer wieder gucken, was es ist. So, jetzt gucken wir mal auf die Uhr. 16 Minuten. Wir sind da relativ schnell dann fertig mit der Quest. Wobei wir dann da noch rein müssen und jetzt bin ich gerade überlegen, wollen wir da schon mal was anfangen mit unserem Crafting-Ding da? Oder wird es dann zu lang? Machen wir eine kürzere Folge heute, oder? Genau. So, ich guck gerade mal, achso, nein, das können wir gerade noch schnell machen, das geht ja relativ schnell. Das machen wir gerade mal. Wir wollen ja auch unsere Blend-Oil-Geschichte, Ethanol-Geschichte und Biodiesel auch laufen lassen. Bedeutet, ich brauche ein paar Exporter. Nur noch einen, ich bräuchte aber noch einmal, bräuchte eigentlich nur noch zwei, jetzt habe ich drei, egal, aber die können wir hier immer wieder gebrauchen. Ich brauche ein paar Kabel, dann nehmen wir uns gerade mal ein Stack und dann brauche ich einmal, was nennt man da eigentlich, dann nehmen wir die Seeds, oder? Kann ich da irgendwo das Rezept mir angucken, wenn wir uns anders angucken. Nochmal da rein, Blend Oil. Wie bekomme ich Blend Oil? Wir haben Beetroot, Melon Seeds, Kabasch und die normale Seeds. Wir nehmen die normalen Seeds, weil da haben wir doch genug da, oder? Seed. Wheat Seed. 8900, genau. Das heißt, wir nehmen uns die einfach raus und dafür brauche ich Potato. Beziehungsweise, das können wir uns gerade mal angucken, was wir da noch nehmen können. Ethanol. Potato, Melon, Tomato, Apple und Sugarcane. Ah, ich glaube Sugarcane aber auch genug, oder? Sugarcane 4800, komm, dann nehmen wir uns gerade Sugarcane. Gut, dann legen wir uns das gerade mal an. Das heißt, wir müssen einmal da rein. Ah, da gehen wir genau da durch. Das möchte ich nicht, dass man das Kabel sieht. Dann machen wir das anders. Ich möchte das Kabel nicht sehen. Wo machen wir das Kabel? Führen wir dann einfach da entlang. Gucken wir mal. Genau, wir können ja da hinten dann runterfahren. Ich glaube, das passt dann soweit. So, das heißt, wir gehen einmal da runter. Wir haben da unten ja schon ein Kabel liegen. Komme ich da raus? Gucken wir mal, wo ich da rauskomme. Da komme ich eigentlich ganz gut raus. Geh mal da rein. Da können wir unser Kabel, das Kabel gerade da hochziehen. Dann bedeutet, hier machen wir dann gerade wieder zu. Dann passiert da nichts. Genau. Gehen uns das Kabel gerade einfach mal da hoch und führen es dann einfach am Boden entlang. So, das heißt, wir müssen einmal da dran mit dem Exporter. Im Exporter da dran und da tun wir exportieren Sugarcane. Sugarcane fließt rein und somit arbeitet er direkt. Wunderbar, passt. Und somit müsste eigentlich hier das Ethanol reinfließen. Cool, cool, cool. Funktioniert. Oh, Biodiesel ist voll. Das ist gut. Moment, da müssen wir. Oh, da müssen wir da vorne dran. Naja, gut, egal. Ist jetzt nicht die schönste Variante. Da überlege ich mir vielleicht noch was anderes. Vielleicht machen wir das anders. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, da arbeite ich lieber mal mit Ender Chests.
Das gefällt mir nicht. Wir lassen es jetzt einfach mal. Das heißt, wir produzieren jetzt auch hier unser Blend Oil. Damit funktioniert das. Und ja gut, da steht jetzt nichts. Da ist jetzt nichts, deswegen kann nichts raus. Das heißt, wir holen uns einfach mal einen Tank. Gucken wir mal, ob wir einen Tank noch haben. Nein, wir haben keinen, aber wir kraften uns gerade ein. Das geht ja schnell. Den platzieren wir einfach mal dahin und somit geht unser Biodiesel da rein. Und Biodiesel habe ich doch. Muss ich selbst gucken. Ne, da ist unser Ethanol. Da ist unser Crude Oil. Creosote Oil, das ist unser Ding. Lubrikant fließt da rein. Diesel. Gasoline. Ah, Blend Oil haben wir noch nicht. Okay, das heißt, wir holen uns einfach mal ein Bucket. Holen uns einfach das nicht Blend Oil, sondern Biodiesel. Holen uns einfach mal ein Biodiesel und holen uns einmal. Haben wir da ein Blend Oil noch drin? Blend Oil, da haben wir noch Blend Oil. Wie mache ich denn das, dass ich ans Blend Oil drankomme? Ja, ich weiß wie. Das heißt, wir kraften uns gerade noch zwei Stück. Platzieren die da rein. Und somit sollte hier einmal Biodiesel. Da darf kein Biodiesel rein, da soll Blend Oil rein. Das war nicht gut. Warum fließt hier der Biodiesel raus? Achso, halt, Moment, nee. Biodiesel aus dem einfachen Grund, weil wir ja im Channel 1 sind. Das heißt, wir gehen hier in Channel 3. Change. Nein, da haben wir Crude Oil drin. Channel 3. Change. Das ist empty. Achso, das müssen wir jetzt rausfließen lassen, gell? Dann machen wir das anders. Da haben wir noch Platz. Wir haben eine Whitelist und das heißt, wir machen da Biodiesel rein. Somit läuft unser Biodiesel da rein. Der müsste leer laufen oder fast leer laufen. Ich glaube, ich unterbreche das jetzt erstmal hier. Genau, zack, das tun wir einmal unterbrechen. Ne, wir tun es nicht unterbrechen. Wir machen da rein. Biodiesel. Da machen wir aber rein erstmal den Change. Ach, wobei Ethanol haben wir ja. Das heißt, komm, das lassen wir bei der 1 stehen. Change. Das heißt, er holt jetzt das Biodiesel raus. Er arbeitet jetzt weiter. Wir müssen irgendwie an Blend Oil drankommen. Blend Oil haben wir hier drin. Bedeutet, wir machen hier einmal einen Tank. Habe ich keinen Tank mehr? Ja, doch, da oben steht er. Tank, Tank, Tank. Wo ist meine Good Pipe? Hier. So, da ist Blend Oil jetzt drin. Somit kann ich mein Blend Oil nehmen. Und mache das Blend Oil einfach hier rein. Somit fließt mein Blend Oil auch hier rein. Cool. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Das heißt, er sollte immer wieder auch Blend Oil bekommen. Genau, er geht hoch. Blend Oil geht einmal da rein. Das heißt, er geht einmal da rein. Und somit produzieren wir unser Blend Oil. Hier haben wir drin Biodiesel. Ich möchte aber auch Ethanol haben. Ethanol war, jetzt muss ich selbst mal gucken. Ethanol war hier, oder? Genau. Was haben wir da an Tank drin? Da haben wir Frequenz 1. Komm, machen wir Ethanol Frequenz 10. Dieser leer, gell? Genau. Dann machen wir hier auch Frequenz 10 rein und somit haben wir unser Ethanol Change. Somit sollte hier eigentlich Ethanol reinfließen, beziehungsweise wir können mal gucken, ob es da jetzt hat sich steigert. Nee. Oder doch, 14,4. War jetzt oder war jetzt nicht? Hat man schon 14,4 vorher? Wir warten es einfach mal ab, oder? Der produziert ja, der müsste rein theoretisch da reinfließen und der müsste rein theoretisch auch da reinfließen. Ist da was drin? Nichts drin. Guck mal da noch mal rein. 14,4. Was haben wir jetzt drin? Immer noch 14,4. Gucke ich mir an nachher. Überhaupt kein Problem. Gut, das heißt, wir machen einmal unsere Blend Oil Geschichte weg, unsere Biodiesel Geschichte. Und somit laufen wir da richtig hier voll. Ethanol muss ich mir angucken, warum es nicht hochgeht. Biodiesel, wunderbar, funktioniert. Blend Oil auch. Ethanol muss ich mir angucken. Aber funktioniert. Ja, unser Crude Oil läuft auch. Das heißt, ich habe da hinten das Ding ausgeschaltet.
weil wir jetzt seit Form überwiegend erstmal genug haben. Dann lassen wir noch weiter pumpen. Jetzt haben wir 24 Minuten. Jetzt wird es Zeit fürs Finale. Ja, Finale dieser Folge. Das heißt, wir gehen einmal runter, einmal hoch. Und da ist jetzt genug drin. Somit können wir unser Portal aktivieren. Yeah. Pixie-Dust war nochmal eine Mana-Pearl. Das heißt, wir holen uns eine Mana-Pearl. Geht einfach da rein. Zack, 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 zack. Und wir bekommen Pixie-Dust zurück. Cool, cool, cool. Damit haben wir auch das Thema. Was hat er jetzt gebraucht eigentlich? Ich glaube, der braucht nicht viel. Der braucht zum Aktivieren, braucht er ein bisschen was. Ja. Und lass mal einfach aktiviert, oder? Passt, ist überhaupt kein Problem. Damit haben wir dann unser Pixie-Tast. Cool, cool, cool. Einmal Submit. Wir bekommen ein Coin. Wir bekommen 5 Pixie-Tast. Richtig gut. Und somit haben wir es doch endlich gepackt. Wir können in die Enddimension und ich bekomme dafür mein Endkey. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Wir müssen einmal da hinten rein. Die Wall zumachen. Wall aufmachen. Räumen wir jetzt erstmal alles wieder weg hier, was wir jetzt halt nicht brauchen. Das brauchen wir nicht mehr. Das, die Buckets können rein. Das kann alles in mein Storage rein. Die Wand brauche ich nicht, den Key, ja. Book and Quill brauche ich jetzt auch nicht mehr. Wo habe ich meine Trashcan? Ah, die habe ich abgebaut. Moment. Oh, Wireless out of energy. Das heißt auch wieder laden. Da müsste ich mal gucken, kann ich mir irgendwie was, so eine Energie in meine Hotbar machen, damit sich es automatisch auffüllt? Keine Ahnung. So, Trashcan. Da ist er. Trashcan und Hopper brauchen wir dann noch. Hoppa. So, warum habe ich den eigentlich abgebaut? Achso, ja, weil ich da hinten ein bisschen aufgeräumt habe, weil da unser Pumpcheck stand. So, du kommst rein, dich brauchen wir nicht mehr. Kommst da rein. Jetzt wird's Zeit. 27 Minuten. Wir wollen ja noch bis noch was anderes machen, bevor wir ganz aufhören. Wir wollen ja gucken, was sich dahinter verbirgt. Cool, cool, cool. Habe ich mein Warpstone? Warpstone ist da. Das heißt, ich kann nach Hause auch, wenn irgendwas ist. Das heißt, wir gehen hier einmal nämlich durch. Und geil, wir sind... Wo sind wir? Wo sind wir? Ah, nicht fliegen. Einfach laufen. Cool, cool, cool. Wir sind in der Endcity. Geil, geil, geil. Wir gucken uns mal von oben an. Wir fliegen einmal und dann gucken wir mal, was wir da machen müssen. Ja, verschiedene Räume, verschiedene Türme. Richtig genial. Und jetzt ist es ja so. One more collection complete. Here is your next key. And just like before, you need to find the door that matches your key to find the access hammer. Go check it out and bring back a dragon egg and an elytra. Ja gut, wir müssen ins End. Aber das Problem ist ja, dass wir... Wir einen Powered Core craften müssen. Wir bekommen dann so ein Endkristall auch. Wir können ja dann den Drachen wieder beleben. Craft the Powered Core and find all 11 Ender Eyes to activate the Portal. Portal. Ah, da haben wir sogar noch einen Veinstone. Gut, dann nehmen wir uns den Veinstone einmal. Machen hier einmal. Den platzieren wir hier und machen hier die End-City rein. Cool, cool, cool. Jawohl, somit kommen wir dann wieder zurück an die Base. Passt. So. Da steht was Schönes. Da steht, dass halt in dieser City 11 Ender Eyes versteckt sind. Und leider weiß ich jetzt nicht mehr, wo die, oder weiß derjenige, der die versteckt hat, nicht mehr, wo die sind. Aber er hat uns, guten Tag, er hat uns ein paar Maps hinterlassen, wo wir dann anhand der Maps sehen können, wo diese Ender Augen sich verstecken. Wenn wir alle 11 gefunden haben, dann müssen wir mit dem Endercore hieß der, gell? Powered Core, müssen wir das Portal aktivieren und auch dieses Portal ist hier in dieser End-City versteckt. Aber das werden wir finden. So, und unser erster Map finden wir hier drin. Heißt, wir holen einfach mal die Map raus, machen die in die Offhand und da sehen wir, dass da unten so ein schwarzes Kreuz ist.
Und da ist eine Enteauge versteckt. Das gehen wir einfach mal suchen dann. Beziehungsweise wir machen das erste und die anderen machen wir dann gemeinsam. So, das heißt, wir müssen da rein. Das sind dann verschiedene Türen, da können wir dann gucken. Nein, da gehen wir wieder weg. Das heißt, hier gehen wir wieder raus. Hier rein. Jawohl, und da sind wir am schwarzen Ding. Und hier haben wir, jawohl, unsere erste Enderauge, Old Eye. Ja, wir bekommen die nächste Map. Das heißt, wir tauschen einfach die Maps aus. Die geht raus, die geht da rein. Und somit bekommen wir dann eine neue Map mit einem neuen Kreuz. Und jetzt müssen wir das natürlich suchen. Und das ist eine Geschichte, die machen wir dann nächste Folge gemeinsam. Wir holen jetzt halt noch die raus und dann gucken wir mal. Wir müssen da rein. So, wir sind... ne, das ist schon richtig. Da hinten. Genau, und schon haben wir unsere nächste... nächstes Auge. Das heißt, cool, cool, cool. Unsere nächste Map haben wir. Das heißt, wir machen die rein, die weg und nehmen die in die Offhand. Und dann sehen wir dann hier unseren nächsten Punkt. So, aber das ist, wie gesagt, ist ein Thema, was wir uns dann in der nächsten Folge dann gemeinsam anschauen. Das heißt, wir werden hier durch die City mal ein bisschen laufen und alle Enderaugen suchen. Zwei Stück haben wir schon gefunden. 9 fehlen noch. Und dann können wir in das End gehen und den Drachen töten. Dafür müssen wir aber noch ein bisschen was vorbereiten. Bedeutet, ich habe ja hier dieses Supremum Sword, das können wir noch ein bisschen upgraden, da können wir Sharpness drauf machen, etc. Von der Rüstung, da könnte ich noch ein bisschen was machen. Ich guck mal, Bow-mäßig sind wir jetzt halt nicht so gut hier in diesem Modpack. Crystal Bow, man weiß nicht, ob der viel bringt, der Crystal Bow. Da mache ich mich mal schlau, vielleicht ist der auch mal richtig gut. Gut, das war's dann. Wunderbar, wir sind in der End City. Da fliegt man gerade mal noch ein bisschen hoch. Und dann gucken wir uns die nochmal von oben an. Da sind wir. Das ist unsere Endcity. Da werden wir nächste Folge uns dann wieder treffen. Und dann gemeinsam. Und da hinten ist ein Creeper, sehe ich ja gerade. Ja, da dürfte ein Creeper sein. Lass dich nicht ablenken, Moff. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge, wenn wir dann gemeinsam die restlichen 9 Enderaugen suchen und das Portal aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, der Morph zockt Restrict Skyblock. Bis dahin, macht's gut, bye bye.